Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Sacred 2 Diablo 2 Fallen. Jo, ein Diablo 2 Mod für Sacred 2. Sacred 2 besticht ja durch diese riesengroße Welt, den coolen Bosskämpfen, den coolen Itemsystem und ja, einfach die Freiheit. Und Diablo 2 war ja das legendäre, jo, das der Hack'n'Slay-Genre so ein bisschen nach vorne gebracht hat. Und zu einer der beliebtesten Shows überhaupt wurden. Ja, wir haben das jetzt einmal gespielt da und ja, wir werden lange Stunden hier in Sacred 2 spielen, weil ich auch nach der Kampagne noch weiterspielen werde. Vielleicht Niob auch erreichen kann. Es wird sehr schwer, es wird sich sehr schwer ziehen. Ich habe einen Charakter genommen, der doch auch ein bisschen schneller nach oben kommt. Ich nehme hier Tester. Das ist die Sorcerer oder Sorcerin. Und wir spielen natürlich auf Silber. So, wie nennen wir sie? Gut, danke. Wir nennen sie Stäbchen. Wie ist das Stäbchen? Ja. Stäbchen. Weil sie hat ein Stäbchen, ein Zauberstäbchen. Der Bild geht über dieses Enchanten. Enchant. Also verzaubern auf Deutsch. Enchanting. Und ich habe einfach so ein bisschen gesehen, es zum Teil ein bisschen OP, aber auch nicht ganz so OP, weil wir gar keine Attacke haben. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also es wird nicht OP sein, sondern ja, so eine Mischung. Also es wird eben gut balanciert sein, sozusagen. Wenn wir dann sehen, wenn wir dann Zauberstäbe haben, die besser sind. Und ich denke, ich nutze eine Frisur, die jetzt nicht gerade so extrem auffällig Manga ist. Nehmen wir blau. So, ist ein schöner Blau. Ja, das wär's. Also wir könnten starten. Wir haben alles gut eingestellt. So, ich nutze den am liebsten in Schwarz, weil er einfach am besten aussieht. Die Farben sind vom Truhen-Goblin jetzt nicht immer so schön. Ja, direkt, oder? Direktfarbig, sondern haben so komische Lichtverhältnisse und so. Das ist eine Abschlussprüfung an der Akademie, Schülerin. Wenn du sie bestehst, wirst du dich Magierin nennen dürfen. Tritt gegen deinen Mitschüler an. Oh. Gerade ins Abschlusstraining von der Akademie. Ja, der Mod ist auch ein bisschen schwieriger. Oh, die Amazone. Cool. Hey, hat mich getroffen. Schießt der eigentlich noch? Ja, schießt er. Im Hinterrücks. Komm, schieß nochmal. Ha, nicht getroffen. Boah. Okay. Sehr gut. Cool. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du hast nun alles gelernt, was man erlernen kann. Die letzten Geheimnisse der Magie musst du selber enthüllen. Du hast nicht mal etwas mehr gelernt. Aus der Akademie. Geh, Magierin, und trage deinen Titel mit Stolz. Die nächste Siedlung ist nicht weit von hier. Vielleicht wirst du schon dort Gelegenheit finden, deine Fähigkeiten zum Wohle der Elfen einsetzen zu können. Okay. Wie langsam er geredet hat. Oder Pausen einfach dazwischen noch gemacht hat. Nice, coole Ausbilder. Schläft man ein, bevor man einfach noch startet, oder? Und nicht mal gestartet hat. So, hier oben will ich aber noch seinen Schatz plündern. Der hat es nicht anders verdient. Gut. Jo, das Spiel kam 2008 raus. Und 2011, glaube ich. Oder 2013, 2014, irgendwie so. Kam dann noch ein Add-on raus. Ice and Blood hieß es. Und jo. Dann gab es natürlich auch viele Mods. Und einer dieser Mods, der größte eigentlich, glaube ich, ist der hier.
Jo, ist ein bisschen schwieriger. Also, mal schauen, dass wir nicht zu viel Schaden bekommen. Oder zu schnell irgendwie Schaden bekommen. So, ich habe mich ein bisschen eben im Livestream ein bisschen. Ich habe es einfach getestet, wie man aushält und so. Und es gibt manchmal Szenen, wo man einfach keine Heilung trinken kann. Also lieber nicht gerade so weit runtergehen mit dem HP-Balken. Sonst ist man dann plötzlich einfach tot. Und das Spiel macht dann auch noch so, als würde irgendwas mega passiert sein. Es lässt uns einfach nicht in Ruhe. Und zeigt die Sterbeanimation. Boah, wie stark die ist. Heftigst. Oh, geil. Also da müssen wir. Vor allem am Anfang, wenn man auch richtig wenig aushält hat, sehr vorsichtig sein. Weil die Gegner, die sind schon hart. Vor allem der Dolch, der kann nichts. Treff nicht mal den Gegner. Du hast so wenig Angriff. So, weg damit. Okay. Jo, da unten sind auch noch ein paar Gegner. Und ja, bevor ich euch auf die Folter spanne, die Welt ist gigantisch groß. Da werden wir mehrere hundert Stunden dran arbeiten. Alles zu erkunden. Ja, alles erkunden müssen wir natürlich nicht, aber die wichtigsten Orte müssen wir schon ein bisschen erreichen. Weil der Mod, der bringt auch sehr viele Charaktere von Diablo 2 zurück. Zum Beispiel Griswold, Jarzy. Oh, ich bin gleich tot in die so weiter. Macht so viel Schaden. Okay, ein Heiltrank wieder. Die macht jetzt echt viel Schaden. Wenn man als Let's Player schon überfordert ist am Anfang. So, oder als Spieler, der es gemütlich nimmt. Ja, ich habe wenig Leben. Sollen wir mal durchrennen? Ich glaube, ich renne mal durch. Aber ich habe ja nur wieder den Heiltrank. So, wie viel haben wir denn noch? Einen, okay. Ich renne jetzt mal lieber durch und hole mir das Enchantment-Zeugs. So. Oh. Hey! Man wirft dich mit komischen Fläschchen. Ja, er greift trotzdem noch an, obwohl wir hier im Dorf sind. Ja, weil es bis hier geht. Das Schlimmste eigentlich, was ich überhaupt nicht mag, ist die mittlere Maustastensteuerung der Kamera. Wie kann man so etwas eigentlich machen? Weil die mittlere Maustaste ist eigentlich nicht dazu gedacht, die ganze Zeit gedrückt zu halten und dann irgendwie so ziehen oder so. Nee. So, jetzt haben wir nämlich hier auch noch einen Heiltrank. Jo, tötet einfach 5 Gegner. Standard-Repertoire. Also. Und ein Zauberstab. Oder ein Magierstab. Sehr gut. Braun oder hellblau? Seid gegrüßt! Also, die neuen Heiltränke von Sphäbe machen wir hoch. Und die anderen Runen können wir noch einlesen. Damit wir die Zauber und so auch haben. Da haben wir einen Blitz, Energieblitz. Die Zauber haben nicht die richtige Ding, die haben die Standard vom Sacred 2, oder? Und ihr müsst einfach herausfinden, was es genau ist. Feuerball ist zum Beispiel der Flammenwurf, oder? Nein, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das ist zum Beispiel Wärme, Sonnenfeuerhaut. Ist eigentlich auch gut, aber ja, bei unserem Bild, der einfach Feuerdämon, also Enchantment, Verzaubern benutzt, braucht es ja eigentlich nicht unbedingt. So, wir haben hier draußen, da drüben ist im Haus noch einer. Ein Questgeber. Was machst du hier? Die Kuh, okay. Eine Kuh wurde von einem Wolf gerissen und wir müssen den Wolf töten. So, und hier haben wir noch eine Quest. Die Quests machen wir, damit wir Geld verdienen, damit wir beim Verzauberer dann die Runen bekommen. Und hier müssen wir einfach Amulette zu den Holzfällen bringen, also sie einsammeln und dann dorthin bringen. Und jeder Charakter hat einen anderen Spawn-Punkt in diesem ersten kleinen Gebiet hier mit den Flüssen abgegrenzt und dem Meer. Jo, und der Drachenmager, der dort hier unten spawnen, aber kommt dann hier am Ende der Inselkette hier
dann an und jo. Ist natürlich sozusagen der einzige, der außerhalb spawnt, weil der von einem vom Add-on kommt. Also erst spät hinzugefügt wurde. So, mit dem Zauberstab kann man auf Entfernung einfach so Feuerbälle schießen. Es gibt auch andere Elemente, die schießen ein paar andere Bälle, oder? Hey! Ui. So. Ich habe jetzt aber auch keinen Heiltank gekauft, stimmt? Ja, das habe ich vergessen. Aber wir haben genügend. Wir bekommen ja vom Gegner auch Übel. Also damit wir mehr Schaden machen, haben wir hier Taktikkunde. Die brauchen wir für Zauber eigentlich nicht. Aber wenn wir mit Verzaubern angreifen, brauchen wir es. Und Zauberstäbe machen Intelligenzschaden, also Intelligenz, um den Schaden zu erhöhen. Sehr wichtig. Das Symbol da unten links ist der Götterzauber, ein starker Zauber. Ich benutze ihn aber wirklich nur in Bosskämpfen, wenn sie einfach zu lange dauern oder ich zu viel Schaden bekomme oder so. Sonst muss ich den eigentlich nie. Bankhaus, okay, was ist das für ein Zauber? Mal sehen, was dieses Monster zu bieten hat. Könnten wir den gebrauchen? Ich glaube, Statik nur. Hochelfe lässt sich nicht so leicht besiegen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Blitznova, nein. Ja. Eben. Das ist, ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er so stark ist. Er braucht, glaube ich, ein bisschen lange. Habe ich mal gesehen. Ich habe einen Frostzauberin gemacht. Mit Frostnova, aber der hat viel zu wenig Schaden dann gezogen. Den musst du natürlich dann auch eher ein bisschen abwarten, bis du genügend Stärke hast. Also, genau. Er macht auch dort wieder Frostnova, aber ist sehr viel langsamer. Und er tötet Gegner irgendwie auch nicht ganz so schnell. Vielleicht einfach später mit guten Items oder so ist er dann wieder stärker. Oder? War sehr stark. So. Ich suche immer noch Verstecken. Hier ist zum Beispiel ein Versteck. Das sind so kleine Sternchen, die ab und zu so aufblinken. Die tust du am besten mit dem dem Zeiger eigentlich absuchen. Und das ist gar nicht mehr so leicht, weil es im Hauptspiel einfach eine andere Zeigeform gibt, was besser angezeigt hat. Also eigentlich muss ich die nicht unbedingt suchen. Wenn ich sehe, das Glühen, ja, dann. Aber sonst muss ich eigentlich nicht auf die Suche gehen, auf die Schätze. Ja, sie droppen jetzt auch nicht gerade so gut, wenn man nicht Wegfindung oder so. Jetzt kann ich Schatz zu, also Wahrnehmung oder so. Nein, muss irgendwo anders. Aber es gibt so eine Fähigkeit dazu. Wegkundschaft kann das sein. So. Der hat. Also die hat. Okay, Gift, aber es ist rot oder braun. Das sind alles neue Fernkampfwaffen. Und das sind Relikte. Die haben wir jetzt auch schon. Das sind einfach die Edelsteine aus Diablo 2. Aber sie wirken als ja, so Resistenzverstärker, wo man einfach ausrüsten kann. Und dann so switchen kann. Man kann da die Sachen einfach wechseln. Gut. Ja, der Heuschmuck, ja, die Kuh ist gerettet. Ich bin wahrlich ein Meister meines Fachs. Jetzt kann er eine neue Kuh kaufen und die Eiskette wieder anziehen. Die alte Kuh. Die ist weg. Warte. Kannst du nicht hier hoch? Nur drüber. Doch jetzt. Stylisch. Stylischer Bock.
So, und die letzte Quest, die wir angenommen haben, die führt dann ins Dorf. Wir bräuchten eigentlich nichts. Es gibt auch eine Fähigkeit, das hätten sie nicht machen sollen, haben sie im ersten Spiel, also Secret 1, schon gebracht, dass man eine Fähigkeit kennen soll. Und dann einfach mega statten und ja, in einem Mod, der recht schwer ist, macht man das einfach nicht. Man bekommt halt dann schon ziemlich bessere Set- und Unix-Waffen über. Also es bringt nicht mehr viel. Es bracht eigentlich fast nie viel, außer vielleicht Amulette im Endgame. Aber man ist im Endgame sowieso doch auch wieder ein bisschen stärker. Also je nachdem, oder? Führt dazu, dass man manchmal dann doch schwere Gegner hat und eher weniger schwere Gegner, werden wir mal sehen. So, also das Eis oder Frostschild irgendwie so. Und hier haben wir noch Bannkreis, ist ja die gleiche Fähigkeit. So, jetzt kommen wir dann nach Schlehenfurt. Ich schau mal, dass ich so wenig Gegner wie möglich killen muss. Damit wir die eine Quest noch machen können mit dem Verzauber. Nehmen wir hier noch kurz den Heiltrank mit. Also Brunnen, zunehmende Heiltränke spawnen, wenn man sie anklickt. Wäre das im Real Life auch so, müsste man nicht immer zum Arzt gehen. So, weg damit. Ich hoffe mich zu. Nein, kein Wolf. Große Tierwanderung. Das Ziel ist ganz in der Nähe. Genau. So. Eine weitere Mission ist erfolgreich abgeschlossen. Gut, finde die verschollene Patrouille. Das ist eine Quest, die viel Geld gibt, aber in einen Dungeon führt. Anbieten. Und der Dungeon ist meistens am Anfang doch ein bisschen zu heftig. Und jetzt haben wir eine blaue Quest und blaue Quests sind Quests für den Charakter, den ihr spielt, wo nur zum Beispiel die Sorcerin hat. Und ja, jetzt müssen wir einfach einen Brief abgeben. Ich werde euer Problem lösen. Wohin? Da in die nächste Stadt oder Dorf. Der Schuldschein. Gut, sehr gut. So, jo, ich schaue gerade Zeit, weil es gibt jetzt noch eine längere Quest. Ich denke, aber die mache ich dann im Anschluss noch, also nach den 30 Minuten oder so. Weil jetzt holen wir eben diese Verzauberung, also der Verzauberer tun wir freischalten. So, genau, jetzt müssen wir noch Zauberstabkämpfer nehmen. Und im Taktikkunde eigentlich Maximum Punkte reintun, damit wir wirklich viel Schaden machen. So. Ja, der Mod ist recht schwer am Anfang. Es gibt dann auch immer wieder Gegner, die heftigen Schaden machen. Es wird also nie langweilig, es wird eigentlich immer herausfordernd. Und es gibt eben auch viel mehr Bosse und sowas. Man muss so ein bisschen das Spiel eigentlich lernen zu spielen, was man jetzt besiegt und was man tun lässt oder so. So. Ganz viele. Ich muss den, glaube ich, besiegen. Fast ein bisschen zu weit gegangen. Eine Hochelfe lässt sich nicht so leicht besiegen. Ja, das ist schon recht gut am Anfang. Könnten wir auch noch skillen. So, jetzt. Ah, wir haben die Quest gar nicht angenommen. Stimmt, das, deshalb habe ich das nicht gesehen. Okay, dann müssen wir kurz nochmal skillen. Hey, ich bin doch dort durchgelaufen. Nein, ich bin nicht durchgelaufen, stimmt. Also gehen wir kurz nochmal hin. Haben wir gleich erreicht. Ist ein bisschen kompliziert, alles kennenzulernen. Ist ja auch groß. Wo was ist, weiß ich immer. Also, ja, weiß ich einfach, weil ich nicht so viel Secret 2 spiele.
Nicht immer. Wir müssen die Quest natürlich noch annehmen. Aber die Wölfe haben wir schon mal weggemacht. So. Diese Erfahrungspunkte lasse ich mir nicht. Das nächste Mal sagst du, hey du da, ich habe die beste Quest. Nein, eben nicht, aber dass wir das einfach machen müssen am Anfang, gehört halt auch dazu. Weil das eben freischaltet. Es gibt Quests, die einfach auch erklären, also so Tutorials. Und manche, wie die Verzauberungsquest jetzt, die tut einfach den gewissen NPC, der nötig ist, Fleisch für ihn. Das ist manchmal doch ein bisschen nervig, weil man es immer wieder machen muss. Also in jeder neuen Map oder so müssen wir die Quest einfach machen. Oder ins zweite Dorf einfach gehen. Und du machst bitte nicht so viel Schaden. Boah, ist schon heftig. Ich bin doch ein bisschen sehr am schauen, dass ich nicht sterbe. So nicht. Genau, so nicht. Das ist zu schwer. Zu viel Schaden ist nicht gut. Für die allgemeine Gesundheit der Spieler. Ja, muss man ein bisschen vorbereitet sein. Geht natürlich nicht, wenn wir dann immer wieder schlucken müssen. Ist nicht so gesund. Nicht aufs Kind. Aua. Hütchen und Augen so. Weißen Dieb und Mörder ist. Wir sind jetzt momentan wirklich noch gar nicht geschützt. Kriegen nochmals einen Zauberstab ist der Stärke. Ja. Ist aber auch Feuer, oder? Ja. Gut. Da haben wir gemacht. Jo, auf der Start, der macht sehr viel Spaß, weil es auch so schwer ist. Ah ja, genau, wenn ihr Heiltränke braucht, wenn ihr auch den Mod spielt und Hut braucht, dann geht einfach kurz in den Tempel hoch. So, so Feuersachen, also Rüstung, nicht schlecht. Also Regenerationskraft braucht man Nebelform nicht, da verwende ich den. Je mehr wir reinlegen, desto günstiger ist es, rechts hier. Und wir brauchen Feuerlinie. So, dann haben wir hier schon zwei Stufen. Doch zwei investiert. Hat er jetzt das nicht angenommen? Oder ist es ein anderer Zauber gewesen? Keine Ahnung. Hat irgendwie nicht funktioniert. Also manchmal gibt es vielleicht auch keine Level dazu. Also Stärke, Level. So, also in den Tempel rein und dann habt ihr einfach diese Brunnen. Schon wieder nur ein Dorf. Die haben doch sicher keinen Bodyshop hier. Ja, in einem Dorf hast du nicht immer. Drei Heiltränke, also sehr gut. Und jetzt machen wir noch die Reisequest, die ist sehr langweilig, aber davor möchte ich noch kurz hier schauen. Gibt es auch noch eine versteckte Kiste? So. Oh, eine helle Bade. Ja, die wäre etwas wert. So. Und hier gibt es eine spezielle Quest, die nehmen wir ja schon mal an. Das kleine Kind sucht ihren Teddybär und wir treffen einen richtigen jungen Bär und wenn wir den zurückgeben, hat sie ihn, aber wir können ihn mitnehmen auf unseren Reisen. Und deshalb nehmen wir die Quest mit dem Teddybär an. Und bekommen einfach im Gegenzug keine solche Reliquie über. Aber die ist meist sehr schlecht. Die habe ich eigentlich immer dann ersetzen müssen, als ich drei hatte. Also drei hatte mit dem und der vierte habe ich dann eben mit der von der Quest immer ersetzt. Boah, diese Pflanzen. Geil. Jo. Mach mal kurz ein Bild. So. Also, hier ist die Hauptquest.
Die machen wir kurz. Also einfach anreden. Ein paar Räuber haben die Steuerabgaben des gesamten letzten Jahres gestohlen, die unser Dorf aufgebracht hatte. Es handelt sich zwar nur um einen kleinen Beutel, aber er enthält Edelsteine, die ein kleines Vermögen wert sind. Okay. Redest aber auch sehr viel. Ist ja auch gut so. Nur wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Wir wollen ja die Parts auch ein bisschen füllen. Genau, hier ist noch eine Truhe. Gut. Diese Nebenprodukte hier sind einfach Trophäen und wenn man auf die skillt, bekommt man einfach gute Boni über, wenn man sie sozusagen trinkt. Rechtsklick. Können sie verwendet werden. Gehst du jetzt weg? Seit wann gehst du weg? Wo gehst du hin? Das könnt ihr herausfinden. Wenn ihr das Spiel kauft natürlich und spielt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich einfach auf dem Markt. So. Aber in einem Let's Play sollte man natürlich nicht so extrem langweilig laufen und nichts machen. Ich habe schon ein bisschen Ideen für später. Ich könnte ein bisschen Rollenspiel versuchen reinzumachen. Ich habe jetzt aber hier im Standardgebiet keine irgendwelche neuen NPCs oder Gegner. Und das müssen wir dann auf später verschieben. Ich grüße dich. Seitdem unser Acker kaum noch Ertrag bringt, wird es schwer, all die Hunde zu stopfen. So, der Drache wurde leider auch rausgenommen. Dann mochte ich immer mit ihm zu reden. Der kommt jetzt eigentlich. Das ist, glaube ich, nur ein NPC, also ein Mensch oder so. Ein Bär, nein. Der ist doch hier gewesen, oder? Jo, scheinbar weg. Gut, wir müssen hier die Zeit rechts noch ein bisschen abwarten. Ich schaue mal nach Verstecken. So, und hier gab es überall Drachen und Salamander und jetzt gibt es einfach Tiere, die herumfleuchen. So, noch ein Wolf. Jetzt keinen Schatz hier. Auch im Hauptspiel immer jemand, das hier ist ein Drache im Hauptspiel. Steckt einfach hier in diesem Felsen fest. Macht nichts. Wie sieht das aus, wenn man jetzt anschaut? Okay, so ein Feuereffekt um die Hand. So, ein schwarzer Panther, cool. Ist auch keiner scheinbar. Sie wurden viel seltener. Der Modder hat eigentlich so gemacht, dass sie halt lohnenswert sind, aber nicht so häufig. Und scheinbar jetzt dieses Mal nicht. Jetzt haben wir noch 13 Minuten, glaube ich. Ich kann es fast nicht lesen durch die Helligkeit. Kennt ihr das mit HDR? Das ist Wahnsinn, wie hell das werden kann, wenn ihr HDR-Monitore habt. So. Gut. Ja, mitten auf dem Berg. Ah, das ist Schildi, meine Lieblingsschildkröte. Stimmt. Ich kann sie aber nicht erreichen, ich habe die falschen Zauber. Mit dem Zauberstab können wir da nicht so weit. Oh. Habe ich mit der Amazone in diesem Mod gerne gemacht. Mit dem Bogen oder so geht's. Ich habe mit dem Blasrohr auch, der hat auch gut Reichweite. Aber ich kann mit so Wurfwaffen nicht. So. Genau. Auch manchmal ein Versteck. Und hier gibt es eigentlich die beste Quest, die es gibt. Man muss einfach die Bugs aufsammeln. Oder zuerst besiegen. Also ja, man muss sie besiegen, nicht aufsammeln. Und ja, das zeigt eigentlich, oder? Ja, die Entwickler sind sehr gründlich gewesen, haben die Bugs halt wirklich besiegt und sie als Gegner eingebaut. So, oh, da ruckelt es ein bisschen, viel am Generieren. Ja, ich habe auch Elite-Texturen an, die sind leider nicht ganz so optimiert. Wie Spaß bei den Orks, wieso bei den Orks? Das sollte kein Problem sein. Ist da oben auch ein Bug?
Sehr schön, sehr hin. Weiß jetzt nicht, wo der erste Bug ist. Da. Ja, ist weg. Okay, werden wir ja dann sehen. In Weitblick ist, glaube ich, der erste Bug. Kommen wir eigentlich relativ schnell dorthin. So, und hier ist die Arena. Die müssen wir natürlich später machen, sonst besiegen uns die Arena-Gegner. Ich denke, die sind so Level 20 oder so. Wir können es vielleicht mit Level 20 mal versuchen, werden aber vielleicht sterben. Wir machen es später, weil ja, ich bin ja nicht sicher, wann die Gegner sind. So, hab's noch nie gemacht. So, jetzt gehen wir noch hier kurz etwas trinken. Hm? Wo ist der Eingang? Das war's, ist auch cool. So ein schönes Bierfässchen. Niemand ist hier. In Dungeon Siege 1 mochte ich auch immer die Tavernen. Da gab es immer neue Helden, die man mitnehmen konnte. Ja, und es war sehr stimmig dort. Oh, das muss ich auch bald mal let's playen. Sacred 1, jo. Ist auch ein bisschen schwer zum Installieren über Steam, weil das Add-on fehlt. Da brauche ich vielleicht jemanden, der mir das einstellen kann, weil bei mir funktioniert irgendwie das auch nicht ganz so, wie es sollte. Robe. Und der zweite Teil, da habe ich sogar noch einen besseren Mod, einen Hotfix-Mod. Wenn ich ihn noch finde, der muss irgendwo auf einer Festplatte sein. Hat er es einfach hier hin und betet, okay. Habt ihr unsere Steuern schon abgegeben? Nö, aber ich war in Ferien. So. Weil ich habe jetzt das einfach am Schluss vom ersten Part gemacht, um euch zu zeigen. Oder schwer ist einfach, weil ich wahrscheinlich keine magische Waffen zu finden, aber das können wir auch nicht benutzen. Da wir Zauberstäbe aus die verstärken. Gut, also. Der Gehorsam kommt den Dienern immer mehr abhanden. Wie geht es euch? Irgendwie sehr sexistisch, aber gut. So modeschauartig. Gehen kurz raus und wieder rein und dann seht ihr, was neu ist. Manche Quests geben Skillpunkte und Attributpunkte und die Quest, die gibt einen Skillpunkt und einen Attributspunkt. Das nicht funktioniert irgendwie. Ist das rausgenommen worden im Mod? Okay. Macht es umso schwieriger, aber. Jo. Das wäre es eigentlich jo, mit dem ersten Part gewesen. Ist eben ein bisschen anstrengender wegen dem Schwierigkeitsgrad. Der wird sich ab und zu ein bisschen legen. Manche Gegner und Attacken vom Gegner sind sehr schwer. Bosse sind auch ein bisschen schwer geworden. Und das Itemsystem ist ein bisschen weniger Spam, dafür auch gute Sachen. Die Drop-Chance für Unix und Sets ist scheinbar auch ein bisschen besser geworden, also dass ihr auch Sachen findet, die ihr wirklich auch braucht. Und so, und der Mod lohnt sich wirklich. Also, eben ist schwer geworden, aber so ein bisschen Frucht oder so müsst ihr wegen dem Game nicht machen. Zockt es einfach. Aber ihr werdet sehen, ihr werdet natürlich nicht auf jede Sache gut ansprechen zu sein, weil ihr auch nicht versteht. Man kann hier überall 2 Punkte investieren je, also Bronzepunkte, Silberpunkte und Goldpunkte, auswählen einer von 2 für einen Skill und da müsst ihr einfach klicken, also das, was euch am besten erscheint, nehmt ihr, weil die Sachen stimmen nicht, also der Feuerball bekommt jetzt zum Beispiel, der wird nicht mächtiger oder so, weil es halt ein Flammenschuss ist und da nehmt ihr einfach eins, oder die oben oder die unten oder kreuz und quer, weil die machen, glaube ich, nichts stärker, weil der Mod einfach nicht genügend Zeit hat, dass eine Fähigkeit dann sich wieder stark verändert oder so. Das sind natürlich auch ganz viele Schritte, oder? Ihr müsst eigentlich immer so ein Foto in mehrere Segmente machen, also immer eine Animation, dann wieder eine Animation dazu, dass es flüssig wird, dass eine
Angriff zum Beispiel mit dem Meteor dann wirklich wie ein Meteor aussieht und nicht wie ein Pixel, also wie ein Bild, eine Bildstrecke, eine Comic oder so. Das ist sehr viel Arbeit und auch, ja, wie das Spiel dann so eine Fähigkeit auch sieht, oder wenn es einen Blitz gibt, dann müssen natürlich die Gegner genau dann angegriffen werden können vom Spiel, also dass der Gegner dann Schaden bekommt, wenn der Blitz trifft und so. Ist noch ziemlich schwer und da bin ich leider auch als Entwickler ein bisschen überfordert mit meiner geringen Zeit. Ja, und dann gibt es einfach noch, ja, die verschiedenen Werte auf den Items zusammengenommen und hat einfach auch die Rüstung wirklich auch optisch angezeigt. Wir haben hier also Magierüstung noch zur Hälfte. Ja, 21 zu 23, also ein bisschen mehr Magierüstung. Ja, und hier oben einfach auch gelöste Quests, zum Beispiel Welt entdeckt. Mir nimmt es mal Wunder, ob das mehr als 100% geht, weil die Add-ons sind ja auch noch dazu gekommen. Ist das dann 130, 150% oder was? Und Kollateralschäden sind einfach die Gegner, die wir getötet haben. Ja. Und Überlebensbonus ist einfach eine Wahrscheinlichkeit, doch noch den letzten Schlag zu überleben. Und dann der zweite Schlag ist dann wahrscheinlich geringer. Ja, und Wiederaufstehung sind die Toten. Wiederaufstehung. So, wir müssen unbedingt also noch irgendwelche Items finden, die uns schützen. Und die Reittiere dann mal holen. Ja, das sehen wir also im zweiten und dann weiteren Part. So. Ja, ich freue mich über dieses Spiel. Ich bin natürlich schon ein Riesenfan. Und jo, der Mod wird natürlich auch umso besser sein. Also ich denke, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich bin bis zum Orkgebiet mit der Frostmagierin gekommen, aber die Orks waren einfach zu zäh, vor allem die Trolle. Aber mit diesem Bild, ja, wird das wahrscheinlich schon besser gehen, dass die Orks halt wirklich nicht gerade so mega tanky sind. Wollen wir dann mal schauen, aber ich denke schon, dass wir sehr weit kommen mit diesem Bild. Aber auch nicht immer so leicht. Gut, dann ja. Tschüss und bis zum nächsten Part oder Video von mir. Tschüss.